Tadel zum Einstand. Bei seinem ersten Auftritt im Parlament appelliert der neue Kanzler für ein politisches Miteinander, sorgt mit einer Aktenwecklegung aber gleich für Kritik. Wir analysieren mit Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Brisante Verhaftung. In der Inseraten-Affäre wurde die Meinungsforscherin Sabine Beinschab vorübergehend festgenommen. Sie soll die Festplatte ihres Computers gelöscht haben. 2 Tage, 2 Nächte suchten 1400 Rettungskräfte nach der 8-jährigen Julia, die im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet verschwunden war. Schönen Abend, ganz herzlich willkommen bei der ZIP-Nacht. Dass das keine normale Sitzung im Nationalrat wird, das war klar. Aber was da heute stattgefunden hat, war doch einer der intensivsten und emotionalsten Tage im Nationalrat seit langem. Vor allem die Opposition hat wortgewaltig mit dem System Kurz abgerechnet. Der neue Kanzler Alexander Schallenberg ist um Kooperation bemüht. Er wolle entstandene Gräben überwinden. Doch ganz so diplomatisch war sein erster Auftritt als Kanzler dann aber doch nicht. Johannes Berterer berichtet. Er will den Kurs von Sebastian Kurz beibehalten. Seit 1,5 Tagen ist Alexander Schallenberg Bundeskanzler. Im Nationalrat sendet er heute zunächst versöhnliche Signale, scheut dann aber nicht den Konflikt mit der Opposition. Mutwillige Aktionen, so wie heute, wo man zum wiederholten Male einen Misstrauensantrag einbringt gegen Finanzminister Gernot Blümel, noch dazu jener Minister, der gerade eine der größten Steuerreformen verhandelt hat, das ist beim besten Willen nicht zu verstehen. Die Misstrauensanträge der SPÖ gegen Finanzminister Blümel und jener der FPÖ gegen die gesamte Bundesregierung werden vom Nationalrat abgelehnt. Der Opposition ist der Rücktritt von Sebastian Kurz als Bundeskanzler nicht genug, denn das System Kurz gehe weiter. Lesen Sie sich das durch und Herr Bundeskanzler, ich gebe es Ihnen jetzt einfach einmal. Die Anordnung zur Hausdurchsuchung, 104 Seiten, es ist ein Sittenbild des moralischen Verfalls der ÖVP. Werfen Sie es nicht einfach so weg. Das ist die unabhängige Justiz und die haben Sie zu achten und zu ehren, auch als Bundeskanzler. Für das Weglegen der Hausdurchsuchungsanordnung hat sich Bundeskanzler Schallenberg auf Twitter entschuldigt. Es sei keineswegs seine Absicht gewesen, respektlos gegenüber der unabhängigen Justiz zu sein. Also ein weiterer turbulenter innenpolitischer Tag, den wir jetzt analysieren wollen mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Schönen Abend. Einen schönen guten Abend. Ja, das war ein Kanzlereinstand mit Aufreger, könnte man sagen. Der Diplomat Schallenberg, der die überreichten Akten von den Hausdurchsuchungen gleich einmal hinter sich auf den Boden legt. Passt das für einen Kanzler, der sich als Brückenbauer auch präsentieren wollte? Also für einen Diplomaten war es bemerkenswert undiplomatisch. Dazu gehört natürlich auch die arrogant wirkende Geste gegenüber Beate Meindl-Reisinger. Aber da hat er sich entschuldigt, wenn auch mit etwas sperrigen Worten auf Twitter. Und vor allem Beate Meindl-Reisinger hat die Entschuldigung akzeptiert. Aber abgesehen davon, was man damit abhaken kann, der Kanzler war auch unsensibel als Vertreter der Staatsgewaltregierung gegenüber dem Parlament und auch der Justiz. Denn natürlich ist er der Meinung, dass es den Misstrauensantrag gegen Gernot Blümel nicht geben sollte, aber als höchster Regierungsvertreter, dass bei seiner Ersterklärung im Hohen Haus, dem Parlament, quasi allen Parlamentariern in doch sehr scharfen Tonfall auszurichten, war nicht diplomatisch. Und natürlich ist auch Alexander Schallenberg der Meinung, Sebastian Kurz ist unschuldig, aber das so auszurichten, der Staatsgewalt Justiz, wie gestern in seinem ersten Pressestatement, das war auch nicht gerade diplomatisch. Sie haben schon angesprochen, heute war ja auch der große Tag der Opposition. Die SPÖ hat eben einen Misstrauensantrag gegen den Finanzminister eingebracht, die FPÖ gleich gegen die ganze Regierung. Beide Anträge wurden abgeschmettert. Aber wie stabil ist denn jetzt die türkis-grüne Zusammenarbeit? Machen wir uns nichts vor. Diese beiden Parteien, ÖVP und Grüne, sind zusammen, weil sie beide keine bessere Variante zur Hand haben. Die Alternative der ÖVP wäre gewesen, gar nicht mehr in der Regierung zu sein, damit keinerlei Macht und Einfluss mehr zu haben. Und die Grünen hätten auf eine Karte setzen müssen, die irgendeine Koalition oder zumindest ein koalitionsähnliches Abkommen mit 3 weiteren Parteien, darunter mit der FPÖ, beinhaltet hätte. Also zynisch gesagt, da könnten sie sich ja gleich spalten. Ja, unterdessen gehen aber auch die Ermittlungen der Justiz weiter in der Inseraten-Korruptionsaffäre. Und da gab es heute eine überraschende Festnahme. Und zwar wurde die Meinungsforscherin Sabine Beinschab überraschend verhaftet. Die Festnahme in ihrer Wohnung erfolgte demnach, weil Beinschab kurz vor der bei ihr durchgeführten Hausdurchsuchung am 6. Oktober die Festplatte ihres Computers gelöscht haben soll. Beinschab wird Untreue und Bestechung vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Wirtschaftsstrafrechtsexperte Robert Kers sagte dazu vor kurzem in der Zeit. Offenbar geht die Staatsanwaltschaft davon aus,
dass Verdunkelungsgefahr vorliegt, aufgrund wohl der Löschung der Daten. Sagt also der Strafrechtsexperte. Und es ist wohl davon auszugehen, dass da noch mehr kommt. Kommt da noch mehr und wie sehr wird das dann zur Belastungsprobe für die Koalition? Die Betroffenen wissen wahrscheinlich selbst nicht, ob noch mehr kommt, weil sie haben ja alles gelöscht. Sie waren nur womöglich technisch nicht talentiert genug dafür. Ich weiß natürlich nicht, ob hier noch Sachverhalte bestehen, die relevant wären, geschweige denn strafrechtlich relevant. Aber es sind 300.000 Chats insgesamt gewesen. Da ist wohl noch was auszuwerten. Und natürlich werden sich einzelne der Betroffenen, der Beschuldigten, jetzt wohl eher an ihren Anwälten orientieren als an irgendeiner Parteilinie. Und wenn die Anwälte raten, hier auszusagen im Ermittlungsverfahren oder gar öffentlich zu kommunizieren, dann kommt sicher noch was. Auffällig ist jedenfalls auch, dass jetzt so mancher schwarzer Landeshauptmann schon von kurz abrückt. Und am Abend hat dann auch in der ORF-Sendung Report die ehemalige ÖVP-Ministerin und Generalsekretärin Maria Rauch-Kallert ihrer Enttäuschung über Sebastian Kurz Ausdruck verliehen. Hören wir da kurz rein. Die Chats sind wirklich so, dass man sagen muss, sie sind dekodant. Das ist etwas, wo ich, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich auch nicht erwartet. Ich kenne den Sebastian Kurz seit vielen Jahren, also fast schon ja, mehr als 15 Jahre als Obmann der jungen ÖVP. Sind Sie enttäuscht? Ja, da bin ich enttäuscht. Also eine enttäuschte Maria Rauch-Kallert. Aber wie ist denn allgemein die Stimmung jetzt innerhalb der ÖVP? Also zunächst das Problem sind nicht Kraftausdrücke in Chats, sondern dass es gegen den Ex-Kanzler strafrechtliche Ermittlungen gibt. Und in der ÖVP bekommen wir ein sehr breites Spektrum der Stimmungen mit. Die Bundespartei stellt sich demonstrativ geschlossen hinter Sebastian Kurz. Die Landesparteien rücken ab. Es klingt zwar noch in weiter Ferne, wenn ab Beginn 2023 Landtagswahlen stattfinden, an erster Stelle im größten Bundesland Niederösterreich. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt der Länder, wo sie kein bundespolitisches Thema in ihrem Landtagswahlkampf brauchen können. Und ein solches, wie wir derzeit haben, natürlich schon gar nicht. Interessant war ja heute auch in der Debatte, dass vor allem von ÖVP-Seite betont wurde, die Chats, das alles sei nicht schön. Das alles verurteile man, auch die Vorwürfe, um die es da jetzt auch geht, das sei abzulehnen. Aber alle anderen würden das ja auch so machen. Stimmt das? Machen die anderen das auch so? Also entgegen dem Vorurteil, Politiker können sich sowieso alles leisten, es gibt es ja in der Geschichte Österreichs strafrechtliche Verurteilungen von Politikern, von Hannes Androsch und Karl Blecher, SPÖ, bis zu ÖVP, FPÖ, BZÖ-Politikern in Kärnten in der jüngeren Vergangenheit. Nur was ist das für ein Argument? Irgendetwas Kriminelles ist woanders auch schon mal passiert. Ich kann doch nicht mein eigenes unrechtes Verhalten damit rechtfertigen. Das ist ja so, als würde ich sagen, mein Nachbar hinterzieht auch die Steuern, also nehme ich es auch nicht so genau mit meiner Steuererklärung. Das ist einfach kein Argument. Gut, ein Argument, das Sie nicht gelten lassen. Vielen Dank, Peter Vilsmaier, für diese Einschätzung. Bitte gerne. Und wir machen einen Themenwechsel. Wie kann die humanitäre Katastrophe in Afghanistan verhindert werden? Auf Initiative des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi, der derzeit den G20-Vorsitz innehat, hat heute eine Konferenz zur Zukunft Afghanistans stattgefunden. Erstmals saßen die großen internationalen Player zumindest virtuell gemeinsam an einem Tisch. Die Bilder aus Kabul machen es deutlich, Afghanistan braucht Hilfe. Oder es drohen Zusammenbruch, die humanitäre Katastrophe, Massenflucht und neuer Terror. Die EU verspricht 1 Milliarde Euro, alle sind sich einig, vor Ort helfen zu wollen. Die UNO soll die Schirmherrschaft übernehmen, für den Gastgeber ein Erfolg. Zum ersten Mal sei nämlich eine multilaterale Antwort auf die Afghanistan-Krise gefunden worden. Aber große Player machen diplomatisch klar, dass sie eigene Interessen haben. Chinas Präsident lässt sich bei dieser Konferenz ebenso vertreten wie der Russlands. Moskau hat seine Botschaft in Kabul nicht geräumt und bereitet eine eigene Konferenz vor. Er hoffe, die Taliban würden erkennen, wie wichtig es sei, daran teilzunehmen, richtet Russlands Außenminister Sergei Lavrov in Kasachstan aus. Viele Konferenzen für ein Land, das vor allem eines braucht: viel Hilfe. Was für ein Schock. Nach einer Familienwanderung an der Grenze zwischen Bayern und Tschechien fehlt plötzlich von der 8-jährigen Tochter jede Spur. 2 Tage lang durchkämmen 1400 Helfer den dichten und unübersichtlichen Wald. Sarah Emler über bange Stunden und schließlich einem glücklichen Ende. Vergangenen Sonntag wandert die Berliner Familie durch den Wald an der deutsch-tschechischen Grenze. Die 8-jährige Julia rennt spielend zusammen mit ihrem Bruder und Cousin, mal vor, mal hinter den Eltern. Irgendwann verirren sich die Kinder. Noch am selben Abend werden die beiden Jungen gefunden,
Die 8-jährige Schülerin bleibt vermisst. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Rund 1400 Einsatzkräfte aus Tschechien und Deutschland suchen mitsamt Hundestaffel und Hubschrauber nach der Berliner Schülerin. Nach 2 Tagen und Nächten finden sie einige Förster, die freiwillig bei der Suche geholfen haben. Sie saß in dem 1 Meter hohen Gras. Als wir angekommen sind, ist sie aufgestanden. Es liegt eine gewisse Erleichterung momentan in der Luft. Und wir sind einfach dankbar für alle, die hier sich an dieser Suche beteiligt haben. Die Schülerin wird derzeit medizinisch betreut. Sowohl sie als auch ihre Familie bekommen psychologische Unterstützung. Und langsam wird es Zeit für die Wintergarderobe. Morgen regnet es vor allem entlang der Nordalpen noch zeitweise und Schnee fällt zum Teil bis auf 800 Meter herab. Mit lebhaftem Wind lockert es aber auch immer wieder sonnig auf und dabei bleibt es frisch mit 7 bis 13 Grad. Am Donnerstag regnet es im Nordstau weiter, vor allem vom Salzkammergut bis ins Mostviertel. Am Freitag gewinnt die Sonne wieder die Oberhand und es wird milder, ja, nicht zwar mit Gewinnen. Österreich unterliegt Dänemark mit 0:1. Und was ist sonst noch passiert in der Welt des Fußballs? Gleich melden sich wieder Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Bayer mit den Highlights des heutigen Spieltages. Schönen Abend.